Hallo. Sagt sowas, Junge. Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, diesmal auch die erste Folge für Leon. Hallo, Sein hallo. Kanal ist dann in der Beschreibung verlinkt. Genau, von Jana auch, der Kanal. Moin Moin, Jungs, auch an euch. Willkommen. Ja. Genau. Also, wir machen schon seit circa knapp einer Woche Minecraft-Videos. Am Anfang jetzt noch auf seinem Kanal. Wie gesagt, das Video, beziehungsweise Kanal in der Videobeschreibung. Und bei mir geht's heute los. Etwas verspätet. I'm so sorry, but lieber spät als nie. Also kleine Rückblende. Wir waren in der letzten Folge bei mir auf dem Kanal, waren wir im Nether. Wir haben den Genau. Enderdrachen besiegt und haben dann sein Schloss gefunden und uns ein paar Sachen erfarmt. Ja, ich habe jetzt nicht genau dasselbe Inventar wie in der letzten Folge, weil ich tatsächlich auf dem Rückweg, ich habe den Rückweg gefunden noch. Da waren aber Endermen drauf, die mich dann runtergeschubst haben ins Nichts und ich bin gestorben. Deswegen hat der Leon war so lieb und hat mir die Sachen zurückgegeben, Genau. über den Entwicklermodus zurückercheatet Genau. sozusagen. Ja. Ja, das ist aber wirklich nur eine Ausnahme. Normalerweise erarbeiten wir uns alles selber, weswegen ich jetzt auch Holzfarmen gehen werde, weil wir ein Ja. sehr großes neues Projekt haben. Und zwar werde ich als erstes mal hier so einen richtig schönen Pferdestall bauen. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Zuckerrohr ernten. Und genau. Also bei uns ist es jetzt zurzeit so, dass wir hier täglich Videos hochladen. Also ein bis zwei Videos täglich. Bei mir wird es erstmal bei einem Video bleiben, wir eben auf dem Kanal 2. Weil er einfach ja, aktiver ist, keine Ahnung. Ist auch egal. Ein bisschen. Ja. Ja, okay, bei mir ist es halt so, ich schneide auch meine Videos, deswegen dauert es automatisch länger. Du Ja, lädst ja ich gar nicht editiere hoch. meine Videos nicht, Genau. weil das Rendern mega lange dauert. Ja. Deswegen, außerdem finde ich das authentischer. Dann sieht man halt alles so, auch die Fehler, die ich mache. So ist halt Ja. ein seriöses und lustiges Gameplay. Und ich hoffe, das Ja. gefällt euch auch. Genau. Ansonsten, ja. So sieht's aus. Bei mir wird bald auch Facecam dazu kommen, also wird sich nur noch um Wochen handeln. Von daher. Ich mach kurz mal ein anderes Ja, Ressource-Schild rein. sonst kann ich dir auch, wie gesagt, ich kann dir die Cam auch direkt zuschicken, ne? Alles gut. Das ist kein Kann man ja Problem. nach der Aufnahme gucken. Genau, ich habe jetzt 66 Level. Ich kann so langsam mal was verzaubern, ne? Ja. Wäre mal eine gute Idee. Ich habe leider nur 12 Level. Ich bin ja zwischenzeitlich gestorben. Sonst hätte ich auch schon wesentlich mehr. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile zwei XP-Farm-Spots. Ja. Die kannst du ja vielleicht auch mal deinen Zuschauern zeigen. Ja, das kommt alles noch. Das wird sich alles noch im Laufe des Ja. Let's Plays ergeben. Muss man jetzt nicht überstürzt die ganze Zeit alles erst zeigen. Ich meine, ich kann mal ein bisschen hier unser Haus zeigen und unsere Farm. Zum Beispiel haben wir hier jetzt eine Weizenfarm. Dort. Also in der Regel bin ich eigentlich dafür zuständig, das ganze Zuckerrohr, Weizen, Tierfarmen und so Zeug halt zu ja, beschäftigen. Und hier sind unsere zwei Pferde. Das in der Diamantenrüstung ist meins. Das heißt Dobby. Und an, ja, ihr wisst, an Herr der Ringe angelehnt. Und das wunderschöne Pferd ist Janas Pferd. Das heißt Black. Yes, Maybe everything's black. Serious Black oder was weiß ich, keine Ahnung. Nee, eigentlich dachte ich da an den Song Everything's Black. Also, ja, okay. Genau, das ist hier Aber unsere Sirius Weiz. Black ist auch eine schöne Idee. Ja, das ist hier unsere Tierfarm. Einmal haben wir unsere Kühe, unsere Schafe, unsere wunderschönen Hühner, wo wir die ganze Zeit so viele Eier bekommen, die wir niemals benutzen können. So viele bekommen wir. Wir haben eigentlich normal hier sehr, sehr viele Tiere, aber wir haben vor kurzem ein bisschen ja, ausgeleert, kann man sagen. Nett formuliert. Ja, War es einfach. laggt ziemlich stark, wenn so viele Tiere auf dem Server sind. So Deswegen sieht's habe ich ihm aus. geraten, dass wir ein paar schlachten, damit wir keine Lags haben während den Folgen. Genau. Und ja. So sieht's aus.
Ich fütter jetzt erstmal unsere Tiere. Mach das. Damit die ein paar Kinder bekommen. Lol, hier ist ein Enderman. Lol. Im Haus oder was? Nee, nee, auf der Tierfarm. Echt? Ja, ja, ganz crazy. Übrigens, ich habe was über die Phantome herausgefunden, die uns abends nerven. Ja. Wenn wir Schlaflosigkeit haben, das heißt, wenn wir länger nicht schlafen gegangen sind, und das haben wir ja länger nicht getan. Ja, gefühlt vor 10 Jahren. Ja. Dann tauchen die häufiger auf. Also da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die auftauchen. Das heißt, wir sollten tatsächlich, wenn es Nacht wird, dann auch pennen gehen. Okay. Habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist was Neues für mich. Ja. Interessant, interessant. Hat der Typ im Video gesagt, ich wollte mich ja über die Phantome erkundigen, was man mit denen machen kann. Die Sachen, die sie droppen, also dieses Phantomschleim, das kann man für die Alchemie benutzen. Zum Brauen von Tränken. Und noch was konnte man damit herstellen. Okay. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau Schana? An, was das war. Ja. Wir bräuchten echt dringend Holz. Du bist ja gerade am Farmen. Ja, ich bin gerade fleißig am Farmen. Okay, genau, weil wir haben noch ein bisschen Platz oben für Truhen in unserem Haus. Da könnten wir im Keller auch. Ja, im Keller sowieso. Im Keller hab ich ja einen riesigen Truhenplatz gemacht. Ihr seht jetzt zum ersten Mal unsere schöne Höhle, kann man sagen. Die haben wir schon sehr gut ausgebaut. Wie man sieht, haben wir hier eine Achterbahn. Das hat der Jonna gebaut. Wollte ja unbedingt haben. Dann geht's hier runter. Ganz, ganz weit runter. Dann haben wir nämlich unsere unser Endportal, unser Neverportal, unsere Kisten. Dann haben wir da unten auch zwei XP-Spawner, also Farm sozusagen. Die habe ich gebaut, da bin ich stolz drauf. Die XP-Farm ist echt nice, Jungs. Also ich hatte am Anfang Probleme, die zu bauen, aber mittlerweile geht es eigentlich echt gut. Wie ihr seht, ist hier ziemlich viel gebaut schon von uns. Genau, da hinten ist einmal eine XP-Farm, das kann ich euch zeigen. Das ist eine Spinnen-XP-Farm. Einmal seht ihr dann hier, kommen dann die Spinnen an. Jetzt gerade zwar noch nicht, da vorne seht ihr schon ein paar. Die kann man dann hier locker killen, man wird von denen auch nicht angegriffen. Die Sachen landen automatisch auch in der Truhe, wie man sehen kann. Und ja, hier kann man echt gute Kills haben. Das zweite wäre dann einmal hier in der Richtung. Da habe ich nämlich heute Tatsache sogar frisch einen Zombie-Spawner XP-Farm gebaut. So, ich hab jetzt 3 Stacks, reicht aber nicht, ne? Ne, ne, viel mehr, viel mehr. Da werden nämlich die Zombies hier runterfallen. Hier unten ist direkt der Trichter an die Truhe angeschlossen. Und da kann man die direkt hier killen, wenn sie mal spawnen würden. Das sind unsere 2 XP-Farmen. Und genau. Sonst haben wir unten eigentlich, ja gut, wir haben unten Minen. Aber wir haben eigentlich zum Großteil schon die ganze Höhle erkundet. Also hier gibt es wirklich nicht mehr so viel, was man hier noch erforschen kann sozusagen. Hier ist einmal unser Endportal und unser Neverportal. Hier sind noch ein paar Küsten, ne? Kennt man ja. Und sonst war es das eigentlich. Wir können auch später gerne mit der Achterbahn kurz eine Runde fahren. Dann seht ihr auch mal, wie das Ganze hier aussieht. Von oben, von der Achterbahn, ist nämlich auch ganz cool geworden. Hat der Jonna nämlich nicht viel Mühe gegeben, ne? Oder? Hast du dir Mühe gegeben? Was denn? Ja, bei der Achterbahn. Hast du dir Mühe gegeben, oder? Ich denke schon, ja. Ja? Also. Okay, ich glaub dir mal, okay? Alter! Alter, Jonna! Ja? Wie viele Spinnen sind hier? Guck bei der XP-Farm, oder was? Nein! Look at this, bro! I can't, I'm outside. Ich bin fast bei dir. Lol. Digga. Siehst du das? Ja. Junge, 4 Spinnen. Help me. Get me out of here. Kill him. Kill. He's kill them all. Bitches. Übrigens, hier, ich habe ein Geschenk für dich. Oha, was? Nimm mal einen Stack von den Chorusfrucht, die wir im Ender gefunden haben. Damit stellst du 2 Hungersleiste wieder her und kannst dich teleportieren. Drück mal W dabei.
während du das isst. Lol, ich hab's eben Voll gemacht. OP. Lol. Digga, wie geil. Die sind echt cool. Die sind Ja. echt cool. Dann hast du auch So, keine John. Hungerprobleme mehr. John, jetzt kommen wir an die Wahrheit. Ich Ja. habe 66 Level und verzauber jetzt ein paar Bücher. Jungs, wünscht Mach das. mir Glück Ich mit wünsche dem dir ganz viel Daumen. Glück. Danke, danke. Ich brauche nämlich viel, 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 viel. Schwungkraft ist, glaube ich, für den Arsch. Ja, nebenbei hier die Mobs killen. Ich brauche ja wieder ein paar Level. Rückstoß. Was kann man da So. machen? Schärfe 2. Mehrfachabschuss ist unnötig, glaube ich. Rückstoß. Jungs, ich versuche nämlich gerade, was für meine Sachen hier, zum Beispiel für mein Schwert und für meine Spitzhacken und Rüstungen und so weiter, gutes Zeug zu finden. Aber wie es gerade ausschaut, sieht es ziemlich, ja, nicht gut aus, würde ich sagen. Ich meine, wir haben noch gut viele Level, aber das ist jetzt auch wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Sage ich dir so, wie es ist. Alter, ich habe echt kein Glück, ne? Wobei. Bei den Verzauberungen. Ach so, Oh, ja. Flamme. Flamme ist geil. Flamme ist geil, damit kann ich meinen Bogen. Ich habe jetzt fast 5 Stacks. Geil. Das sollte erstmal genügen. Die ganzen Sachen sammeln wir hier ein. So, weiter geht's. So. Ganze Zeug machen wir einmal Nein, auf Creeper. Flamme. Böse. Rückstoß. Böse. Rückstoß. Ich muss mal meinen Bogen verzaubern. Schutz könnten wir theoretisch gebrauchen. Schärfe auch. Effizienz erstmal nicht. Schärfe. 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 40, 48. Ein bisschen noch. Okay, machen wir erstmal alle Dinger hier in die Truhe und machen es weiter. Ich mach die Stacks noch voll. 46, 55. Okay. Schärfe 3. Habe ich. Ja, okay, Schärfe 3 wird sich sogar noch lohnen. Dann könnte ich mein Schwert richtig gut verzaubern. So, die kann Flamme ich nicht auch. mehr aufheben. Dann lassen wir das erstmal sein. Lol. Ich habe keine Boah, ich habe hier so viel abgeholzt. Cannabis mehr. Und ich bin noch Level 30, Jungs. Das wird auf jeden Fall noch ordentlich zu tun sein mit dem Verzaubern. Könnt ihr euch drauf freuen. Das wird cool, das wird cool. So, ich habe jetzt erstmal genug Holz. Ja. Stärke könnten wir auch gebrauchen. Ruckelt ein bisschen. Ich mach mal ganz kurz etwas. Jetzt dürfte es gleich wesentlich besser laufen. Hab ich? Ja, ich hab Wasserläufer, sehr gut. So. So, Jungs, Jetzt müsste es flüssiger laufen. jetzt gehen wir an den Amboss. Und zwar brauchen wir zuerst Flamme ist gut. Rückstoß. Rückstoß. Rückstoß, Wir Rückstoß. tun mal Holz oben rein, damit der Leon auch was benutzen kann. Schärfe. So, die 2 Stacks nehme ich mit. Verbrennung. Und dann gucken wir mal, was wir bauen. Schärfe. Scheiße, Oh nein. ich hatte noch einen Stack Keys. Haben wir noch Keys oben? Warte mal kurz. Kies, Kies, Kies. Hatte ich nicht Kies. Schärfe 3? Tun wir das mal einfach weg. Hatte ich nicht Schärfe So. 3 hier? Oh.
Ja, Schärfe 3. Was bringt eigentlich Schärfe? Atmen ist halt für den Arsch. Okay, brauche ich erstmal nicht. Schärfe ist gut fürs Schwert, das macht mehr Damage dann. Okay. Rückschuss kann ich dann auch drauf machen. Warte mal. Mein Inventar ist so voll gemüllt. So. Ich muss hier ein paar Blumen wegmachen, die du da gemacht hast. Ja. I don't care. Ich wollte schon sagen, was sind das für Geräusche? Das kam von den Pferden. So, und zwar machen wir hier nach oben einen Weg. Genau. Wir bauen mal hier eine Werkbank hin, weil die werde ich jetzt brauchen. Das Holz tun wir mal vorübergehend weg und heben es dann direkt wieder auf. So. Ich brauche Treppen. Effizienz ist gut. Stärke, Unhaltbarkeit, Wasser. Okay, ich kann meinen Helm mal zaubern. Stärke 3, Stärke 3. So, ab hier machen wir dann Kies. Unhaltbarkeit. Unhaltbarkeit. 3. Sehr gut. Die machen wir auf unsere Axt. Axt. Haltbarkeit, wo bist du hier? So. Stärke, Stärke. Da, hier brauchen wir ein bisschen Erde. Und diesen Weg können wir wegmachen. Ich bräuchte tatsächlich. Haben wir noch Effizienz? Effizienz 2. Effizienz 1. So. Sorry, dass ich gerade so still bin, aber ich muss mich gerade konzentrieren, dass ich nichts falsch mache. Erde nehmen wir mal in die Hand. Hier machen wir wieder anständig. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wollte ich haben. Das machen wir hier so. Also Effizienz 3, Effizienz 3 ist gut, Flamme ist gut. Stärke 3, Stärke 3 ist gut. Kann ich mal da machen. Schärfe 2. Schärfe, Schärfe, Schärfe. Schärfe 1, Schärfe 1, komm, Schärfe 2, Schärfe 2. Schärfe 3. Schärfe 2. Ich habe richtig gute Bücher für dich, aber du müsstest mir noch einen Gefallen tun gerade. Ich hab kein Level mehr. Ich bin genau auf Level 0. Schärfe 2, 2. So, wenn wir hier noch voll machen, dann würde es wieder gut aussehen. Sollte ausreichen. So, das ist okay. Dann geht's hier hoch. Und dann kann es eigentlich hier schon anfangen. Und das können wir ja alles wegmachen. So. Für Jana, das ist für Jana, das ist für Jana.
wird richtig gut, Jungs. Also was ich gerade bildlich im Kopf habe, wenn ich das verwirklichen kann hier im Bau, dann wird das richtig gut. So. Also. Hier machen wir Kies. Ich muss jetzt sehr viel mit Schaufel und Kies arbeiten. Das mache ich später weg. Hier fangen wir dann an mit Holz. Stärke, Effizienz, Effizienz. So, Schutz und Schutz. Jawohl. Ich muss jetzt richtig viel XP farmen. Jana, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Könntest du mir ein paar Sachen im Amboss verzaubern mit deinen Leveln? Ich habe noch 14. Reicht, ich habe richtig gute Sachen für dich, richtig gute Bücher. Für dich. Warte, gib mir eine Minute. Kein Problem. Schutz, Schutz. Schutz. Gibt's noch einen Schutz? Schade. So, hier machen wir dann zwei. So, das wird dann das Gehege und dann können die hier raus und hier machen wir dann so einen Riesenzaun. Das wird gut, das wird gut. Genau, sehr gut. Das wird gut. So, heute tun wir mal weg. Den dann die Zäune brauche ich. Das kostet auch 10, ne? Ja, shit, okay. Dann muss ich erstmal eins nehmen. Geh mal weg. Dobby, geh weg. So. Scheiße, was tue ich weg? Scheiße, okay. Bleibt erstmal so stehen. So, Jana? Ja. Are you ready? No. Die 14 Level reichen genau aus, Jana. Genau reichen die aus. Hier mein Plan. Okay, ich schau mir das jetzt nicht an. Also, lass mich nicht spoilern. Mhm. Keine Sorge, Jana. Keine Sorge. Geht mal weg hier. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kann ich auch gleich machen, ja. Kommt drauf an. Und die Pferde woanders hin tun? Ja, kann ich machen. Eins, zwei. Jetzt habe ich voll viele Scheißsachen aufgesammelt. Und zwar alles. Die ganzen Satteln kannst du mir geben. Hat er Schaden bekommen oder hast du Schaden nicht bekommen? Aber wo soll ich die hinmachen, Jonah? Irgendwo hier draußen. Stell die einfach irgendwo ab. Hab ich gemacht. So, kannst du mir jetzt noch einen Gefallen tun, schnell? Ich brauch dich schon. Ja. Ich geb dir kurz ein paar Bücher und die verzauberst du im Amboss. Mhm. Und dann kann ich dir noch richtig geile Bücher geben für dich selber. So, zwar einmal
Das und das. Ich habe ausgerechnet, das reicht komplett. Perfekt. Dann das und das. Und dann das und das. Arigato. Willst Kein du jetzt deine Problem. geilen Bücher haben oder später? Später. Okay. Dann musst du mir auf Ich fokussiere mich erstmal hier aufheben. Das ist für zu Jana. den Pferden. Für Jana. Und das ist für mich. Schärfe, Schärfe. Effizienz. Habe ich hier noch Effizienz? Ja. So. Gut. So, Jungs, das Also. heißt jetzt, dass wir XP farmen. Eindeutig. Die Ein tun wir fucking deutig. So. Ich würde sagen, wir nehmen noch so circa 10 Minuten auf, dann sind wir bei 36 Minuten. Das sollte passen. Ich wollte gerne meine Folgen immer so auf 30 Minuten, nicht über 40 wollte ich gehen. Sollte ausreichen. Ich meine, dafür kommen ja auch jeden Tag neue Folgen, also sollte das ja auch passen, Jungs. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch ändern könnte. Vielleicht ein anderes Texture Pack, anderer Shader. Oder wenn ihr irgendwelche guten Sachen wisst, beziehungsweise hilfreiche Sachen, die uns weiterhelfen könnten, bezüglich unserer Minecraft-Welt, Schrägstrich Let's Plays. Sind 1, 2, Vorschläge 3, gerne 4, willkommen. 5. Würde uns Ja, das immer ist okay. gerne freuen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Jungs, Ups. es wird jetzt ein bisschen langweilig werden mit dem XP Farm. Es tut mir auch wirklich leid. Tut mir auch wirklich leid. Wobei ich sagen würde, dass ich jetzt vielleicht sogar die Folge beenden würde. Da XP Farm wirklich langweilig ist und ich es euch nicht antun möchte. Und wir sind ja auch schon bei knapp einer halben Stunde, also passt das ja auch. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Seid auf jeden Fall in der nächsten Folge gespannt und auch mit dabei. Wird wieder einiges passieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Haut rein, ciao. ciao, ciao. Ja, bei mir geht's noch ein bisschen weiter, wie ihr sehen könnt. Fleißig am Bauen. Werde aber auch bald ein kleines Päuschen einlegen hier. Ja. Ich habe so viel verbessern können mit den Leveln, ne? So mal. Glaube ich dir. Aber ich habe für uns beide verbessert. Nice. Ups. Falsches Material. Ich wollte das hier nehmen. So, wir haben noch hier einiges. Boah, der Proteinshake hat. Habe ich wirklich ein paar Tage nicht mehr getrunken, seitdem ich keinen Sport machen konnte. Ach nein, tatsächlich kann das hier bleiben. Die Truhe muss weg.
Truhe tun wir hier hin. So. Was ist hier drin? Das tun wir auch weg. Bin schon wieder fast Level 10. Nice. Nice. Sehr gut, gefällt mir. Ja, diese scheiß Rose. Weg damit. So. Sehr schön. Dann haben wir hier eine große Tür. Hinter ihm ist zu. Fenster können wir auch noch machen, aber später. Ich mache jetzt erstmal den Grundbau. Scheiße. Das war falsch. Da habe ich was anderes geplant. Eieiei. Danke. Und zwar kommen hier die hier rein. Hier kommt dann eine Tür. Nein, noch eins höher. So, noch eins höher, weil zwei Blöcke reichen nicht aus, um da rauszureiten mit ihm. Ja, so kann der auf jeden Fall raus. Ja, ich denke, das ist nicht schlecht, auf jeden Fall. So. Ja, ich muss mal so langsam auf Toilette gehen, ey. Mach das. Mach ich gleich. So, das ist gut. Das machen wir hier zu. So, ich bin mal kurz auf Toilette. Jo. Gleich wieder da. So, hätten wir dann den Grundriss schon mal fertig. Könnt rein theoretisch noch eine weiterbauen, obwohl, ne, das ist auch in Ordnung so. Und dann geht man hier entlang. Das machen wir alles aus Kies.
Gerede. WB. Ich wollte gleich sogar schon das Video anfangen zu schneiden nebenbei. Ich habe ja gerade nichts zu tun. Ich mache gerade die Arbeit. Oder Jammer, was denkst du? Ja, kannst machen, klar. Kann ich es mir erlauben? Natürlich. Natürlich. Ja, ich meine, ich habe heute auch echt gut viel gemacht, Digga. Spawner gebaut, Erweiterung gebaut. FTC. Dann gehst du sogar kurz aus Minecraft raus. Was sagt die Uhr? Sollen wir auch eine kleine Pause einlegen, Jungs? Wir legen hier mal eine kleine Pause ein und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie ich den Pferdestall zu Ende baue. Also bis zur nächsten Folge, haut rein.